Damen und Herren, Elektromarkt 2000 präsentiert Ihnen heute eine absolute Weltneuheit. Das erste Aroma-Dampfbügeleisen. Wollen Sie vielleicht einmal schnuppern? Dieses Bügeleisen aromatisiert Ihre Wäsche beim Bügeln. Kommen Sie mal vielleicht her. Sie da, bitte. Wollen Sie mal dran riechen? Unten an der Unterseite. Nun gut, es staubt vielleicht ein bisschen. Hallo? Aber an sich ganz lecker. Sehr lecker sogar, doch. Und für ganz unersättliche Nasen gibt es sogar die doppelte Dosis. So, hier ist Ihr Arbeitsplatz. Kommen Sie mal zu mir rüber, bitte. Sie füllen diese Kissen auf, ne? Sie nehmen das Kissen, ziehen es hier über das Rohr. So. Schließen. Richten das kurz geradeaus. Nicht anfassen, es geht alles automatisch. Drücken danach den Startknopf und es füllt sich automatisch. Endet auch automatisch. Öffnen. Ganz vorsichtig nach hinten ziehen, damit so wenig wie möglich Daunen rausfallen. Eine Wäscheklammer. Fixieren. Und legen Sie es bitte da schon mal rechts. Ja, na klar. Genau. Wenn jetzt ein Problem auftritt, sofort auf den roten Schalter. Aber wenn ein Druckabfall ist oder irgendeine Veränderung, schnell reagieren. Das ist wichtig, weil es kostet wirklich viel Geld. Ein Kilo kostet 130 Euro. Ach so. Ja, also zack, so schnell. Gut, dann viel Spaß. Und bei 50 die Näherei, ja? Ja. Und nicht knicken. Bitte? Nicht knicken. Ja, ja. Das hört sich doch nach einer federleichten Aufgabe an. Da wird der rote Schalter gar nicht erst zum Einsatz kommen. Ein paar Kissen später. Der Neue beherrscht die Arbeitsabläufe schon wie im Schlaf. Die Füllautomatik übertrifft wirklich alle Erwartungen. Der rote Schalter bleibt deutlich dahinter zurück. Ein Daunentraum wird wahr. Ja. Hallo. Und alle sollen was davon haben. Hallo. Das Notstopp geht nicht. Kleinen Moment. Das Notstopp geht nicht. Ja. Ich kann es auch nicht ändern. Geht kein Not aus. Moment. Jetzt schaltet sie aus. Jetzt hat sie ausgeschaltet. So. Nochmal. Ganz klar. Ich habe dieses... Was ist denn jetzt los? Ja, ich kann nichts dafür. Ich habe mein Kissen reingepackt, angezündet... Machen Sie bitte die Tür zu. Lass mal die Absaugung anmachen. Die geht aber nicht. Ah ja, jetzt.
den grünen Startknopf, den habe ich gedrückt. Mein Kissen reingepackt, zugemacht. Das habe ich gemacht, so wie das ordentlich zu sein hat, wie sie es mir gesagt haben. Und da fing das an, alles rauszupusten. Da bin ich um die Ecke rum, habe auf den Not gedrückt, auf den Notknopf zweimal, nochmal, nochmal. Und das wurde immer mehr und dann bin ich gleich rausgekommen. Das ist eine Katastrophe. So, machen Sie bitte mal die Tür auf wieder. Ja. Sehen Sie Spaß. Das gibt's gar nicht. Was ist? Und willkommen in der Fernsehsendung, verstehen Sie Spaß. Danke schön. Leipzig. Wir machen Werbung für eine Reptilienausstellung. Das ist immer eine Publikumsattraktion, solange Schlangen und Echsen sicher hinter Glas und Riegel sind. Sind sie aber nicht. Die Krokodile sind los. Und natürlich haben die lieben Viecher nichts Besseres zu tun, als sich sofort in der Kanalisation zu verkriechen. So jedenfalls die Version, die wir in der Reihenhaussiedlung unter die Leute bringen. Hallo, Tag. Feuerwehr Leipzig, Katastrophenschutz, Reichert. Guten Tag. Ich bin verantwortlich für diese Geschichte. Also, ganz ruhig. Was haben Sie denn verloren? Verloren nicht, es sind Krokodile verschwunden. Hm. Haben Sie von der Ausstellung gehört? Ja. Ja, haben Sie es gehört, ja? Ja. Gut, okay. Nachrichten haben Sie verfolgt? Nee. Haben sich ein paar in die Kanalisation abgesetzt. Hm. Und wir sind jetzt gerade hier dabei, das Netz zu kontrollieren. Hm. Und Sie sind der Besitzer des Hauses, ja? Ja. Gut, dann bitte ich Sie auch einfach mal dazu zu kommen, weil Sie halt einfach hier den direkten Zugang haben, weil wir jetzt nicht wissen, wie sie sich verteilen. Wie viel waren das? 20? 20, 25, okay, hallo. Dann absperren kann man jetzt, ja? Gut. 20 bis 25, na, das ist doch eine überschaubare Zahl. Kein Anlass zur Panik. Obwohl alles sofort eine neue Dimension bekommt, sobald das Fernsehen dabei ist. Leipzig. Circa 30 Krokodile sind von einer sehr bekannten Reptilienausstellung geflohen. Sie haben sich offensichtlich in einem Wohngebiet versammelt. Einsatzkräfte versuchen nun, die Bevölkerung zu warnen, zu retten und gegebenenfalls zu evakuieren. Isabel Varell für die ARD. So, wir schauen uns das jetzt erstmal an am Monitor, dem Kanal TV. Weiß ich nicht, da bewegt sich was. Sowas. Haben Sie es nicht? Ich hab was. In welche Richtung bewegen wir uns? Geht es jetzt Richtung Haus oder Straße? Okay. Aha, hier. Okay, das sind die Kleinen. Also wir haben auf alle Fälle schon mal drei. Hier ist auch noch einer. Kann man ein bisschen nach rechts schwenken? Ja. Eins, zwei. Oh ja. Oh oh. Na, hier. Kann man noch mal ein bisschen vorfahren, ein bisschen Schärfe nehmen? Ja, ich denke, wir haben hier einen. Ja. Können Sie ihn erkennen? Wo denn? Okay. Wir haben jetzt also einen großen und ich habe jetzt vier kleine gezählt. Die vier kleinen haben natürlich schon die Möglichkeit, durch den Toilettenabfluss nach oben zu kommen. Deswegen wäre es mir sehr recht, den Toilettenabfluss oder die Toilette eben zuzumachen. Chris, bringst du die Campingtoilette bitte? Darf ich Ihnen das gleich mal überreichen? Sie bekommen auch noch zusätzlich dann die Gebrauchsanweisung. So. Toilette hier? Hier links geht's rein, glaube ich. Chris! Chris, die Fallen! Komm mal! Die Knochen und die Fallen! So, keiner geht hier bitte mehr in die Toilette. Alle außen bleiben. Das absperren. Raus! Das Pool absperren. Jawohl. Und die Leute müssen raus. Die ganze Nasszelle im Keller ist doch eine Toilette. Ja. Haus versiegeln. Toilette absichern. Ebenfalls versiegeln. Ja. Der zweite muss hier im Haus sein. So, wir starten jetzt. Für die angemeldet ist das angemeldete Team. Das ist einer mit dem Schnorchel. Ja, das ist einer. Wie groß ist der? Können wir noch mal ein Stückchen vorfahren, bitte? Oh, oh. Da hinten ist ja noch einer. Wo? Haben Sie da noch einen? Können wir mal ein bisschen schwenken? Zurück wieder. Ja. Die sind ungefähr so groß, die Kleinen. Ja. Und die können natürlich
ohne Probleme. Ja, können die beim. Die suchen sich natürlich ein friedliches Haus, und das sind wir, nicht? Das ist doch sicherlich ein traumatisches Verhältnis für Sie, in diesem Haus zu leben. Können Sie da überhaupt nur in Ruhe leben eines Tages wieder? Ja, ja, haben wir keine Probleme. Darf ich Sie fragen, ob das Miet ist, das Mietobjekt, oder haben Sie Eigentum? Boah, das ist Eigentum. Eigentum? Ja, wenn die jetzt Eier gelegt haben und dort Kinder kriegen, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie so ein Wert sinkt. Das ist ja sowieso heutzutage nicht so ganz so einfach. Das sind wir flexibel. Wir zischen die, verkaufen sie. Die bauen wir uns mal anders schönes Haus. Wie fühlen Sie sich? Ja, eigentlich sicher. Jetzt, wo Sie da alle da sind, sicher. Fühlen Sie sich sicher, das finde ich prima. Aber was geht da in Ihrem Kopf vor? Im Moment bin ich erschrocken. Ich kann Ihnen das jetzt noch gar nicht sagen. Meine Katze habe ich jetzt gerade eingesperrt im Haus. Aber ich habe irgendwas auf die Toilette auf den Deckel noch gestellt, was Schweres, also was vielleicht für diese Tiere doch nicht so schwer ist. Also die können das bestimmt hochschieben. Solange wir die Tiere lassen, die Kasse kommt. Schön zumachen. Und Sie tragen bitte die Katze jetzt. Ich muss hier eine Klammer noch, ja, ich nehme. Ich gehe jetzt mit diesem Geruch der Katze kurz in ihre Toilette und versuche, eben diese Kermani anzulocken. Die Kollegen kommen. Funk ihn doch mal an. Schlag 1 an, Schlag 2. Ja, komm klar hier, danke, ihr könnt abdrehen, ja? Alles klar, danke. Also ist in Ordnung. Ja, ja, der braucht nicht landen. Nee, weil wir hätten sonst hier direkt gelandet. Ja, ja, ja. Ich hab noch was. Herr Bob, ja, kommen Sie mal schnell her, ich habe noch was gefunden. Geht's? Das ist jetzt der nächste Kanal, oder? Ja, auf der linken Seite. Auf der linken Seite, okay. Vielleicht können wir da mal ein bisschen rüberschwenken. Was haben wir denn da? Oh, das ist eine Kiste. Klobürste. Klobürste? Ist kein Wunder, wenn hier so. Was steht da? Was steht da? Bern. Bernsteinzimmer. Ach, was? Kiste. Das gibt's doch. Kiste 100? 111 Strich 13 Kiste 111 Strich 15 oder 13 B oder Bernsteinzimmer. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Leipzig, wir haben das Bernsteinzimmer gefunden. Das ist jetzt ein ganz, ganz bewegender Moment für uns alle. Frau Götz, Herr Götz, Sie haben mir eben gesagt, es ist Ihr Eigentum. Wie fühlen Sie sich jetzt? Reich. Reich! Es ist unglaublich, was wir hier erleben. Eben noch unter Schock wegen Reptilien. Ja, ja, ganz und, sehr. Und jetzt reich mit dem Bernsteinzimmer. Unfassbar. Ich hab noch was. Ich hab noch was. Was denn noch? Den Heiligen Gral? Atlantis? Ja. Oh, was ist das? Der Kanalarbeiter. Das ist der Hammer. Verstehen Sie Spaß? Das gibt's. Ja, alle. Ah, ja. Herzlich willkommen, verstehen Sie Spaß? Danke. Ganz in Ruhe hören, wie zu Hause, CD-Player, ja. Titel anwählen. Vielen Dank. Viel Spaß. Dankeschön. Service wird in diesem Musikmarkt ganz groß geschrieben. Da hat der unentschlossene Käufer die Möglichkeit, die CD seiner Wahl in aller Ruhe durchzuhören. Quasi ganz im Geheimen bieten wir sogar noch einen weiteren Service an. Musik, die gar nicht auf dem Booklet steht. Das Kontrastprogramm stiftet doch einige Verwirrung. Shakira klang jedenfalls beim letzten Mal noch ganz anders. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagt immer wir, voila! Ich weiß nicht, ob das auch ein dänisches Problem ist. Warte mal, was haben Sie jetzt angelegt? Den. Ah ja, ist so gut. Tolle Stimme. Passt das? Das ist toll. Ich weiß es nicht, passt der Titel dazu? Das ist perfekt, ja. Aber eben war es nicht. Ich hab gerade was ganz anderes. Sie kennen die Sängerin gar nicht. Nein, nein, nein. Ich habe gerade eben Roy Black gehört, obwohl die Scheibe drin war.
Ja, ich rede nicht mehr um Rollberg. Ich habe gerade Rollberg gehört. Das kann nicht sein. Doch, ganz und weiß. Nee. Schön, so auf der Welt zu sein. Ja, der klar. Titel ist gut, aber es kann nicht sein. Ja, das ist auch so. Ich erzähle keine Märchen. Aber Rollberg ist doch tot. Der kann doch jetzt gar nicht mehr singen. Ja, das wird entscheiden schon. Ich verkaufe meine Scheidung und trotzdem wieder tot. Ja, aber... Ja, ich weiß. Hören Sie. Ich bin kein dummer Mensch. Ich habe gerade Roy Black gehört. Deswegen habe ich ja gerade ihm das gegeben. Ich gebe das ja nicht umsonst, ja, um zu sagen, finden Sie den Titel auch so toll wie ich. Jetzt höre ich es nochmal. Kommen Sie klar damit jetzt. Ja, ja, ich komme. Lautstärke ist gut. Also ich meine, von der Lautstärke ist gut. Verstehen wir uns richtig? Ich habe gerade Roy Black gehört. Also ich denke, das ist alles in Ordnung. Ja, das dachte ich auch. Aber ich bin ja nicht bescheuert. Ich frage Sie ja nicht, um mich dann danach lächerlich zu machen. Nee, das ist schon klar. Ja. Also hier können Sie ja, den Titel angeben. Ich kenne das. Ja, ja, das weiß ich alles. Hören Sie mal, kommen Sie! Hm? Perfekt. Das war aber eben war es wieder anders. So, wir können das nochmal. Bleiben Sie mal hier. Das ist ja unglaublich. Sie kommen klar. Bis jetzt. Ah. Gut. Und noch ein eingefleischter Schlagerfan. Geht es nichts darauf, was ich sagen soll. Bitte? Was wollen Sie hören? Dritten wollte ich mal haben. Dann einfach 1, 2, 3 drücken, ja. Bitte. Einfach und dann. Na, okay. Eben ein Schlager drauf gewesen. Haben Sie gestern vielleicht ein bisschen zu lang gemacht? Aber es war echt ein bisschen. Glauben Sie mir. Vielleicht haben Sie gleich wieder. Gucken. Kommen Sie klar? Jetzt komme ich klar. Danke. Guck mal her. Komm mal her. Der Herr glaubt mir nicht. Läuft jetzt den Schlager drauf? Natürlich. Was sonst? Schlager, ne? Hörst du nicht dazu? Nein, nicht zu der Musik. Aber hast du mich bestätigt, ne? Ja, nein, hör mal, du hast es mir bestätigt, ne? Ja, ich finde die auch an, das war ein bescheuert. Ein Einkaufscenter in Halle. Interessierte Kunden, wie es der Zufall will, nur Männer, verfolgen eine Talkshow mit Yvonne Katterfeld, in der die Sängerin mit intimen Bekenntnissen und hellseherischen Fähigkeiten aufwartet. Oder sollte etwa doch eine versteckte Kamera mit im Spiel sein? Für dich von Yvonne Katterfeld, von einer wunderschönen Frau, einer sehr erfolgreichen Frau. Sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, sie ist Moderatorin und sie ist vor allem heute bei mir zu Gast im Studio bei Flirt Talk. Yvonne Katterfeld. Hi Pierre. Hi Yvonne. Momentan geht's bei dir ja drunter und drüber. Du hast sehr viel Arbeit, du hast viel zu tun, du bist eben sehr erfolgreich. Man muss dafür aber auch einen gewissen Preis zahlen und zwar meistens hapert's ein bisschen am Privatleben. Wie schaut's bei dir aus? Ja, Privatleben kommt bei mir natürlich sehr kurz. Ja. Ne? Und also ich bin momentan wirklich auf der Suche nach jemandem irgendwie, an den ich mich anlehnen kann. Und vielleicht bin ich da auch so ein Vaterkind oder so, dass ich irgendwie, ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich irgendwie so eine Zuneigung zu älteren Männern entwickelt habe. Aha. Eine ist Affinität halt so. Zu älteren Männern. Eine Affinität zu älteren Männern, ja. Mhm. Es hat sich irgendwie so in den letzten Monaten so rausgestellt, weil ich einfach festgestellt habe, dass sie reifer sind, dass sie auch ruhiger sind, dass sie gerne halt zu Hause bleiben. Und ich brauche jemanden wirklich, der so ein Ruhepol ist. Ja, vor allem bist du ja immer unterwegs und der Mann kann ja dann zu Hause warten auf dich, ja, wenn er nicht mehr so beweglich ist. Wenn der Mann das mitmacht, finde ich das optimal, ja. Jetzt hast du schon gesagt, ältere Männer wären so deine Typen. Gibt es da spezielle optische Vorstellungen? Sehr dezent, also sprich, ich meine, in einem reiferen Alter ist es ja auch so, dass man sich nicht mehr mit Muskelshirt kleidet, sondern zum Beispiel eher Hemden trägt und also ich trage nachts ja manchmal auch so karierte Hemden oder sowas und ich finde sowas bei Männern auch sehr schön. Ja.
Ich finde das, eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn jemand so ein richtig volles Gesicht hat. Ja. Gar nicht mal so markant. Ich meine, wenn man dann den mal streichelt oder küsst, dann stoßt man sich ja an allen Ecken. Und ich finde auch so ein Schnauzer irgendwie ganz süß. Also es kratzt dann so ein bisschen, hat irgendwie so was Prickelndes. Da mag ich es, volle Haare, also richtig volle Haare, auch wenn er schon älter ist. Ich finde das total niedlich, wenn dann vorne noch die Haare so ein bisschen in die Stirn reinstiebeln. Was hältst du denn davon von Männern, die die Hand ganz gerne mal ins Gesicht nehmen? Ja, toll. Find ich finde das sehr erotisch, also wenn ein Mann dann so mit seinem Kind spielt, ja, und sich dann selber streichelt. Ja, diese nachdenkliche Pose, ne? Diese nachdenkliche Pose zeugt ja auch da, ja, so ein bisschen Intellekt vielleicht könnte das... Ja. Und so ein leichtes, debiles Grinsen im Gesicht eines Mannes kann ja auch doch erotisch sein. Debil, das ist ja nett. Ja. Ja. Also ich mag zum Beispiel so ältere Typen, ja, also graue Haare. Dass man, dann mag ich so diese hautengen Muskelshirts, wo dann so die Muskeln rauskommen oder auch nicht. Also ich mag es auch, die können ruhig auch ein bisschen korpulenter sein, ein bisschen kräftiger. Ich finde es eigentlich viel schöner, wenn jemand irgendwie ein bisschen was zu greifen hat. Boah. Ja, ich finde es einfach angenehmer. Also wenn man sich auch mal ankuscheln kann wie an so einem Bären. Und es muss nicht immer diese markanten Typen sein. Aha. Sondern ich finde es einfach schön, wenn man sich so anlehnt, so an das Gesicht. Und hier ist so ein bisschen flauschig ja, und weich. Und das ist ja interessant. Der Traummann von Yvonne Katterfeld im Ottfried Fischer Kaliber. Nicht schlecht. Wie soll er sonst noch aussehen? Ich finde es sogar ganz schön, wenn er keine Haare hat. So wie du. Ja, und meinetwegen kann er graues Haar haben, er kann eine Brille haben. Brille schließt ja auch immer ein bisschen auf Intellekt. Also, und also ich glaube, ich stehe mittlerweile doch so auf die ältere Generation. Ein volles Gesicht für Yvonne Katterfeld. Wir werden unser Bestes versuchen. Wir machen jetzt einfach mal eine Live-Schaltung. Irgendwo hin, ja, nach Deutschland. Ich habe keine Ahnung, wo es uns hin verschlägt. Wir haben einen Zufallsgenerator. Ich frage mal die Regie, wo es denn hingeht. Hallo, wo sind wir gelandet? Wir sind in Halle gelandet, und zwar im Halle Center. In Peißen sind wir jetzt. Und zwar im Foyer von so einem Elektronikfachmarkt. Da tummelt sich ja immer eine Menge männliches Publikum. Und schau doch einfach mal da an diesen Monitor. Okay. Und vielleicht siehst du ja einen Mann, der deinen Vorstellungen entspricht. Naja, also ob ich jetzt auf Anhieb jemanden finde, mal gucken. Ja, schauen wir mal. Also Moment. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, was? Siehst du den auch? Jetzt, genau jetzt sehe ich ihn. Da ist so ein junger Mann mit Schnauzbart, mit Brille. Ja. Ich glaube, er hat gerade auch mit mir geredet, oder? Ja, sicher. Hallo, können Sie uns hören? Ja, sicher. Ja, sicher, Yvonne. Hallo, schönen Gruß. Hallo. Er kannte sogar deinen Namen. Ja, ja, also ich bin gerade auch sehr überrascht. Hm? Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass erstens mal er jetzt so eine Schalte in irgendeine Stadt macht. Tja. Und dass ich jetzt auch noch jemanden vor Augen habe, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Was sagst du jetzt dazu, dass du jetzt absolut dem Traummann von Yvonne Katterfeld entsprichst? Das wäre ja hervorragend, weil Yvonne ist eine sehr hübsche, attraktive, junge Dame, die auch sehr viel Erfolg hat. Oha. Oh. Oha. Gunther. Ja. Yvonne Katterfeld. Eine Frau, ja, möchte ich mal sagen, der Millionen Männer am Rockzipfel hängen. Und du hast die einmalige Gelegenheit, vielleicht Yvonne Katterfeld persönlich kennenzulernen. Ist natürlich schwierig, an so eine Frau ranzukommen, ne? Ja, ganz bestimmt. Geht's jetzt nach Norwegen? Ich habe gesagt, in den nächsten Tagen. Ja, na dann lass uns doch mal zusammenpacken und dann gehen wir los. Kann gelingen, so, ja. Nee, ich habe vorher noch einen anderen Kontakt. Vielleicht dann doch so in den nächsten Tagen. Vielleicht ab Sonnabend. Was machst du Samstag? Ja, Sonnabend, nein, perfekt. Na, von Telto aus. Ich sag doch, da ist wieder eine Magie da. Da ist irgendwie Schicksal oder sowas. Ich habe die Idee. Und zwar, wir treffen uns Samstag. Und zwar so 20.15 Uhr. Da verstehen Sie Spaß? Wenn du möchtest. Okay. Ja. Ich wollte schon mal eins ansehen.